Hey Leute, willkommen zurück zu Minecraft Doors. Gestern gab es einen Stream und anschließend des Streams habe ich mich entschieden, doch noch eine Folge aufzunehmen, damit ihr heute ein bisschen Stuff zum Gucken habt. So, ich habe auch inzwischen, für die, die es nicht wissen, ich mache mal kurz so einen Rückblick vom Stream. Zuallererst zeige ich euch mal, für die, die nicht im Stream dabei waren, was ich offscreen alles gemacht habe. Hier die Automatisierung habe ich gemacht, da meine... Wow, na, es ruckelt ein bisschen. Ah, Vibrant Capacitor Bank Band ist fertig, wie ich sie nenne. Muss ich eigentlich noch ein cooles Schild dran machen, dass ich die so nenne. Hier habe ich ein paar Crafter mehr. Ich habe gestern gemerkt, dass die 5 nicht ausreichen, also im Stream. Ha, ruckelt doch nicht immer. So, hier haben wir einen Disk Drive. Die sind jetzt alle drin und auch ein paar Disketten mehr. Eine ist sogar schon voll da, die kleine. Ne, das sind alles 64er, glaube ich. Ja, ich habe jetzt auch eine Deko-Bench, wobei ich noch gar nichts damit gemacht habe. Der Computer da in der Ecke hinten, der ist noch von der Christina-LP aus dem Stream, wo ich mal zu Gast war vor einigen Wochen. Ja, kann man schon sagen, ist schon 2-3 Wochen her. Nee, mindestens 3. So, da oben habe ich so eine kleine Infotafel für mich gemacht im Stream, was ich alles noch machen möchte. Ich gehe mal eben nach oben, weil das ist alles schon vor dem Stream da gewesen. Zeige euch jetzt mal hier mein Haus von draußen. Ich habe eine Menge aufgeholt. Und so sieht das Ganze. Boah, es läuft ganz gut sogar. Übrigens habe ich jetzt auch schon den Tier 4 Jetpack. Das Tier 4 Jetpack, ja. Deswegen kann ich hier so cool in dem Hover-Modus schweben. Wenn ich ihn ausmache, falle ich runter. So, ich habe hier unten diese zwei Wasserräder, die ich hatte. Oder die 2x3. Hier ist das Dreier. Und da hinten habe ich oben auch noch einen See angelegt. Da kommt, das läuft hier über diesen Vierer. Und der ist, von beiden Seiten wird die Energie auch abgezogen. Ob das wirklich so gut funktioniert, weiß ich nicht. Ich muss hier hinten jetzt noch ein bisschen Terraforming machen. Das muss ich jetzt halt hier noch so nach unten gehen lassen, den Berg. Hier soll eine Terrasse hinter das Haus, habe ich noch ein bisschen gemacht. Ja, hier diese Spitze lasse ich nicht so. Vielleicht machen wir das dann auch direkt dann gleich anschließend. Ah, also mit dem Eckigen und dann übergehend zu dem Runden sieht nicht aus. Wobei ich das hier auch rund habe. Diese kleine Ausbuchtung hier. Aber das, finde ich, sieht ganz cool aus, soweit. Ja, und hier unten habe ich halt mir einen See reingebaut, weil wir kein Wasser hier hinten hatten, außer so ein paar kleine Pfützen. Und der Flaschenzug-LP, ich habe meine Render-Distance runtergeschraubt, extrem. Deswegen baut sich das auch nur so nach und nach aus. Aber der Flaschenzug findet es ganz cool, wie das hier geworden ist. Und ich sehe auch gerade, dass die hier weiter gewachsen sind. Ja, wenn die ausgewachsen sind, nehme ich die Fackeln da mal weg. Das soll nochmal so ein bisschen eine Stütze sein, wenn mal Nacht ist. Ich sehe gerade die Solarpanel. Ich habe hier gerade mal 4 Stück dran. Das ist Solarpanel 5. Okay. Ja, hier so ein Balkon. Und natürlich haben wir jetzt auch das Garagentor. Hier haben wir noch so ein paar Lampen, die da auch hängen. Das geht auch an. Diese Knöpfe sind cool. Guck mal, White Illuma Button. Da leuchtet das so cool. Und schon sind wir in der Garage. Ich baue mir hier dann auch noch so ein kleines Auto rein irgendwie. So, mehr ist dann eigentlich nicht passiert. Aber das hat offscreen... Ich musste es offscreen machen, weil ich nicht aufnehmen konnte. Das hat mega krass geruckelt. Und wenn eine Aufnahme geplant war, habe ich bestimmt eine halbe Stunde gebraucht, bis es dann ruckelfrei lief. Ich habe auch das Ganze nochmal neu installiert, das Modpack und auch den Technik-Launcher. So, im Stream haben wir gestern dann... Moment, das hatte ich auch offscreen gemacht, das hier auch und das hier auch. Wir werden in Ferium-Seeds hergestellt. Und da sind wir bei dem Punkt, was wir gestern im Stream gemacht haben. Nämlich hier mit der Garden-Gloch oder Cloch, keine Ahnung. Haben wir so ein bisschen ein paar Sachen hergestellt. Gerade wird der Glowstone hergestellt und das ist nur eine. Hier kommen noch ein paar mehr hin, aber so viel will ich von den Dingern gar nicht haben. Weil ich auch eine Quantum Quarry hier stehen habe. Die arbeitet gerade auch. Und da sind wieder Inferium Seeds drin, das ist richtig cool. Und Draconium Dust auch. Denn Draconium Evolution haben wir gestern auch gemacht, denn guckt mal folgendes. Ich habe die... Ich kurz gucken, die Wyvern-Rüstung. Die ist auf jeden Fall richtig cool. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht. Und jetzt
Warte mal, nach oben. Na, ist nicht hoch genug. Die kriegt halt so ein Schild drumherum, wenn mich irgendwas berührt. Hi? Wer ist hi? Ja, hier sieht man noch den Innenbereich. Da draußen ist jetzt halt... Kann man das hier vielleicht sehen? Der See, deswegen diese Mauer. Ich fand, die passte ganz gut von dem Übergang hier hinten. Von diesem Kanal, wo das Wasser durchfließt. Bis hier unten hin, von da oben, von dem See. Ich finde, das passt irgendwie ganz cool hier rein, weil das doch so ein bisschen Stein ist, aber auch so ein bisschen diese Dirt-Farbe mit drin hat. Passt einfach. So, und das Haus, ja. Ja, da war nur... Die farm ich jetzt gerade nicht. Jetzt fängt es gerade wieder an zu ruckeln. Ist wieder jemand gekommen und hat was Böses angemacht. Einige sind auch noch drauf. Jetzt ist aber gerade krass hier am Ruckeln. Ne? Gerade lief so gut. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich wollte noch... Ja, genau, hier draußen. Sorry fürs Laggen. Hier habe ich noch Dangers stehen. Also, ich wollte eigentlich nur meinen Namen hinschreiben, also nur Danger. Und dann habe ich das Z mit reingeschrieben von Zock, weil hier noch so viel Platz war. Und ich wollte es nicht nochmal abbauen und mittiger machen. Deswegen habe ich einfach Danger Z, also Dangers aus sozusagen. Ein bisschen auch eine Überleitung zu meinem YouTube-Namen. Ah, es ruckelt das aber gerade krass. Was hatte ich gesagt? Können wir... Ja, Hausbauen ist jetzt doof, so wie das gerade... Jetzt geht's richtig ab gerade. Lief doch so gut gerade am Anfang. Dann gehen wir jetzt hier runter und machen unten was. Ich glaube, im Keller geht's immer noch. Ja, auch nicht so ganz. Aber passt. So, denn die Farming Stations da, die will ich hier hinten in die Wand rein buddeln. Also hier sollen die verbaut werden und auch viel größer. Und da sind wir auch schon wieder draußen. Und dann gucken wir mal, wo die Glochs dann hinkommen. Vielleicht da hinten an die Wand dran. Die wird eh dann komplett zu sein. Das ist ja nur für außen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo sollte ich denn dann starten? Entweder dann schon hier vorne. Oder wir lassen das frei, falls ich noch hier irgendeine Sache für Ender.io habe. Gewittert das jetzt hier gerade oder was? Weil was gibt es denn noch so? Boah, da gibt es noch einiges. Ein Enchanter zum Beispiel, den können wir doch noch bauen. Ja, zum Beispiel. Dann müsste ich mal überlegen. Also hätten... Ich habe doch... Nein, habe ich nicht. Aber... Ich habe den Wireless. Nee. Laboratory Blocks. Von denen, die ja unten alle verbaut sind. Das heißt, hier wäre das dann zu Ende. Und da dürfte die erst losgehen. Da kann man hier sogar daneben noch eine... Noch was reinbauen. Ja, das reiße ich dann noch ab. Und hier sollten dann jetzt die Farming Stations rein. Und ein bisschen größer auch als da dieses 8x8 Feld. Und dafür, da gibt es noch eine ganz coole Erweiterung. Oder was heißt, damit das schneller wächst. Und zwar die hier. Eigentlich jetzt auch gar nicht so krass herzustellen, obwohl Inferium Block. Da muss ich jetzt aufpassen, weil ich habe noch ein Rezept laufen, glaube ich. Deswegen nehme ich die mal in mein Inventar. Die, die da jetzt durch die Quantum Quarry gefarmt wurden. Sieben Stück. Das gibt ein, oder? Wenn es nur einer ist, ist wenig. Oh ja. Das gibt wirklich nur ein. Das heißt... Hallo. Die nehme ich auch noch raus. Und das gibt auch noch einen mehr. Sehr gut. Gerade mal zwei. Drei.
Brauche ich auf jeden Fall noch mehr dann für das ganze Feld. Also, warte, der Anfang ist dann hier. Jetzt muss ich noch mal kurz, wie breit machen wir es denn? Den Farmer dahin. Machen wir gerade so als Markierung. 1, 2. So, dann haben wir hier ein... Müssen wir erstmal nach hinten gehen hier. Das... Ja, es geht aber. Kein Problem. No problem. Der war blöd, aber egal. Die Frage ist ja jetzt, wie groß kann der überhaupt farmen, diese Farming Station. Ich weiß nicht, ob das mit dran steht. Dass sie halt in alle Richtungen zwei Felder hat. Wir werden das dann. Ernsthaft? Warte. 2, 4, 6, 8, 10. Dahinter 20. 24. Kann der so groß überhaupt? Steht auch nicht dran, ne? Ja, ich kann gerade nichts erkennen. Ich guck mal, ob da was so dran steht. Farming. Ja, da steht jetzt auch keine Größe dran. Schiff. Okay. Oder mache ich... Naja, da ist ja auch wieder blöd, ne? Es geht wieder los hier mit Abmessen und so. Weg da, du Bäre. Das will ich später auch noch machen, so mein Haus ein bisschen mehr mit den Bären drumherum verzieren. Das finde ich ganz cool, dass man das so... Ja, nicht als Zaun nutzt. Ich brauche gar nicht unbedingt so Zaun. Denn ich... Hier soll ja noch eine... Ja, ein Ausgang hier vielleicht. Ja, da oben kommt eine große Veranda. Also, ich habe viel Außenbereich, so dass ich das gar nicht einzäunen muss. Ach ja, das war der Effekt, glaube ich, gerade. Guckt mal, pass auf. Nee. Bam. So sieht das ganze Ding aus und ich krieg da keinen Schaden. Das ist richtig cool. Ist mir nur gerade ein bisschen gefährlich, wenn da ein Creeper kommt. Ich gehe mal ins Bett. Wenn ich es bis dahin schaffe. Wird doch gerade dunkel. Oder wollte jemand, dass jetzt Nacht bleibt? Weil irgendwie war hier was mit Zeitmaschine. Ich dachte, da wäre irgendwas gewesen. Na komm, geht eh kein anderer mit. Dann kann wenigstens keiner meckern. Ey! Ich wollte doch Monster fangen. So, das kommt jetzt weg. Und auch vielleicht erstmal der ganze Kram hier. Und die nehme ich raus, weil ich glaube, die droppt dann irgendwie zur Seite weg und das, sorgt für mega krasse Lags dann irgendwann. Moment, da hole ich mir aber doch jetzt mal die Wrench. Das geht mit der einfacher. Alter, mein Inventar, ne? Ach so, ich habe so viel Marble drin wegen dem Haus. Glowstone Seed. Da habe ich nur nicht vergessen, dass ich den da drin habe. Ja, jetzt sind die halt leider weg. Dann war da erstmal hinten, dann vorne. Da unten sieht man meine Wutfarm. So, und jetzt spare ich mir auch das hier. War immer dieser Sound, ne? Hä, hab extra die Wrench geholt dafür. So, jetzt ist die im falschen Modus. So.
Das geht schon viel sauberer. Vor allem, das zieht ja auch direkt ins Inventar. Oder zumindest in die Richtung, in der ich stehe. So ganz geht's dann auch nicht. Ich glaube, Chisel und Bit landet immer komplett im Inventar. Das fand ich schon ziemlich cool. So, dann haben wir hier hinten den... das Reservoir. Das kann auch erstmal weg. Ich mache hier alles wieder kaputt. Bleibt er denn jetzt eigentlich so aufgeladen? Warte mal, dann packe ich den hier da hinten mal so hin. Der ist ja leer, ne? Geil. Tschüss. Sorgt auch schon... Oh, da komme ich nicht mehr an mein Dings dran gleich. French. Da. Oh, ich drehe dann immer, ne? Weil wenn ich Shift drücke und das Mausrad drehe, sieht ihr ja dann, dass er da die Ansicht ändert, sozusagen. Das vergesse ich immer. Dass er das so macht. Reicht das? Nein, das reicht nicht. Dann muss ich irgendwie in die Richtung. Ich habe da keinen Transmitter. Laboratory Blocks. Genau die. Erstmal. Die nehme ich auch mit. Für die Wand, weißt du? Gib! Und hier unten fehlt noch Licht. Haben wir denn die hier noch? Könnt ihr ja nebenbei mal herstellen. Oh, nicht in Range, ey. Hör doch auf. Laboratory Blocks. Sind die das? Hä? Ja. So, Hover Mode bitte mal an. Conduit Facade. Oh, ich glaube Glowstone. Nee, Glowstone ist eigentlich kein Problem. Denn wir haben da jetzt eine Menge von diesen Essenzen. Die wir hier dann zu Glowstone machen können. Was ich auch noch brauche, ist dann später... Hä? Das war ja wenig. Was ich... Na, oh, es leckt. Braucht man sich gar nicht mehr beschweren eigentlich. Man weiß es ja. Ein Reprozessor von den Seeds. Da hätte ich die jetzt noch in die Essenzen umwandeln können. Und nochmal richtig viel Glowstone. Ah, das sieht doch schon gut aus. Direkt mal einen Stack da rausnehmen. Kann man ja hier drin liegen lassen. So, dann macht er erstmal nebenbei ein paar. Sehr gut. Oh, da sehe ich gerade... Da habe ich die falschen Conduit-Facets. Facets. Oh, nur noch ein. Immer der Sound, ne? So, aber die können wir erstmal zumachen jetzt hier unten wieder. Hatte ich die Decke beleuchtet? Doch, da war bestimmt eine drin. Ne, das ist Conduit. Ich brauche das da als Painted. Ja, die zwei reichen ja für die Stelle. Braucht, glaube ich, nur einen, ne? Sieht gut aus. Und die Wutfarm, ich wollte die eigentlich noch erweitern, dass man jede Größe dann mal hier hat, dass das immer weiter in die Richtung geht. Ist aber Quatsch. Wir kommen mit den Magical Agriculture viel besser an die ganzen Rohstoffe dran. Oder an die meisten. So. Die habe ich auch painted, denn hier vorne ist mir das noch irgendwie zu dunkel. Hä? Oh. So sieht es besser aus. Hatte ja schon mal gesagt, ich mache das. Ja, geht noch.
dass ich die nicht in einem bestimmten Absatz setze. Teilweise erkennt man das vielleicht sogar. Aber passt schon. Die Hauptsache ist, dass es nicht so dunkle Flecken wie hier unten wirft. Wenn das jetzt mal irgendwo noch leicht dunkler ist, kein Problem für mich. Und der geht gar nicht. Jetzt setze ich den wieder da rein. Andersrum. Hä? Da. Schon wieder das Inventar voll. Och jo, Leute. Zack, zack. Oh. Ach ja, ich habe ja meine Quantum Query noch an, deswegen sinkt die Energie noch stetig. Ah, wieder 33 Inferiums drin. Die brauche ich ganz oft später dann. So, hier, ich lasse mal diese Ecke jetzt einfach noch offen. Also ich befülle die noch nicht. Da oben kommen wieder andere hin. Nee, nee, nicht lulp. Hä? Das war nur, nee, das sind Factory Blocks da oben an der Decke. Diese hier. Das brauche ich gerade noch nicht. Das behalte ich mal. Oh ja, behalte ich mal alles jetzt, den Rest. Oh, guck mal, wie der so ganz langsam hier nach unten sinkt. Oh, das Jetpack ist schon cool. Und die Rüstung auch. Echt genial aus. Deswegen habe ich auch noch die Mucke an von dem Stream, weil ich jetzt direkt danach dachte, ja, mach nur eine Aufnahme schnell. Und die geht schon mega lang. Ey, dein Ernst? Wirklich? Sind wir jetzt schon so lange hier dran? Okay, Leute, dann würde ich aber sagen, jetzt habe ich es leider hier offen, aber damit bin ich erstmal raus an der Stelle. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und haut drin bis dahin. Tschüss.